Immer. Geil. Meinst du, was das Strom kostet, so ein Ding hier kalt zu kriegen? Ach, nein. Das ist das Scheiße, ey. Private Unterlagen. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Wie? Schüler, wo ist jetzt die Technik? 64er kann sind das. Hier ist ein Tausender. Boah, ich nehme dir lieber mal den. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ist mal wieder Zeit für ein kleines bisschen Lost Space. Die Leute wollen mal wieder was sehen und wir sind an einer Eissporthalle. Das wird jetzt nett hier. Wie kommen wir da rein? Aber das ist schon offen für uns, ne? Also, alles gut hier? Die Leute glauben, das ist jetzt wieder nicht echt, aber ey, guck dir bitte die Tür an. Also die scheint, wenn die jetzt nicht mit der Spinne zusammen schon Ewigkeiten hier aufsteht, weiß ich tatsächlich auch nicht, ne? Also das Spiel beginnt. Willkommen. Das war einfach. Geht die noch nicht mal mit zu, oder? Nee. Was ist damit? Super. Wir sind in einer Reissporthalle. Reissporthalle? Sind wir gespannt? Weiß ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich bin echt noch gespannt. Genau. Diese wundervolle Eissporthalle steht in Kamp Lindfort wie immer und ist seit, keine Ahnung, x Jahren zu. Man hat darüber nachgedacht, die wieder zum Leben zu erwecken, aber es hat dann tatsächlich nicht so funktioniert, wenn ich mir das hier anschaue. Kriegen wir das Licht hier noch an? Das ist die Frage. Wir müssen, wo läuft das denn hier, ne? Also ich glaube, hier ist alles tot. In dem Ding, ja komm, wir gehen mal hoch hier. Das ist doch wieder dieser Hakenkreuzverbindungsboden hier. Das darf man nicht sagen, dann ist er nicht tatsächlich. Er ist ein ganz einfacher, liegt ein Stück von der Trennscheibe. Mhm. Okay, Leute, das wird lustig. Ich glaube, das wird lustig hier. Eislaufen ist leider nicht mehr heute. Aber hier ist echt noch Licht drin. Die Frage, ob man damit die Leute abschrecken will, aber dann sollen sie da einfach mal die Tür zumachen, dann rennt ja auch keiner drin rum. Ja, vielleicht einfacher. So, Leitstand. Ja, du bist halt direkt hier draußen, ne? Ja. Okay. War das Ding hier? Foyer kannst du ja Licht anmachen. Hier sind die Schalter eh raus, ne? Ja. Vielleicht. Ja, der ist jetzt nicht der Schalter für das Ding. Mhm. Ist dir klar? Ja, das ist mir klar. Okay. Ja. Ey! Oh, immer! Geil! Oh. Andere Seite geht auch noch? Nee. Was ist es? Tribüne. Tribüne andere Seite. Ich würde ja gerne eine Durchsage machen, aber wir haben keine Lautsprecher mehr hier. Lautsprecher, aber dafür könnte ich die Halle anmachen. Aber hast du für Story jetzt gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Kannst du mal deine Radiostimme machen? Welche Radiostimme? Du hast doch voll die 1Live-Stimme. Finze? Ja. Nein. Habe ich nicht. Gib her jetzt. Die Leute sollen nicht wissen, dass ich 1Live-Moderator bin. Ist das noch geheim? Ja. Was ist denn mit den Boxen hier? Die sind heiß. Niegelnagel neu. Die sind super. Ja, aber warum? Warum ist hier. Ach, wenn man hier verbrettert, weil die. Hier durch das Fenster sind die Leute eingestiegen. Ja. Und dann hat man sich gedacht, dann lassen wir die Tür einfach unten aufstehen. Ja. Dann brauchen die nicht über die zweite Etage in das Foyer da klettern. Richtig. Sondern die gehen einfach dann durch die Tür. Durch die Offenheit. Hier unten drunter. Ja. Steuerpult. Die haben einfach. Warum sollen wir die Kabel kürzen? Wir können die auch einfach aufwickeln. Okay. Können wir das Licht nicht einfach anlassen? Ist doch jetzt eh egal, oder? Dann machen wir das gleich danach aus. Das Licht anlassen, dann sehen wir doch direkt, was wir hier machen. Hinkommen. Das ist super, also das checkt ja auch keiner. Stufe, so eine Kacke. Ja. Mein Gott. Wow. Das ist spektakulär. Ich glaube, hier haben sich schon einige Leute ein paar Sachen mitgenommen. Oder die haben hier schon rückgebaut. Das sieht doch voll geil aus. Mich würde der Technikbereich eher interessieren. Kühlung, Lichttechnik. Wo kommt der? Der müssen wir dann nach links. Guck mal, hier liegt, hier liegt ein Kabel. Warum steckt hier ein Kabel in der Dose? Was ist hier los? Wo ist die Bauch? Boah, da die Zapfanlage der Hölle von. Darf man Bachsteine? Tatsächlich, haben die wirklich. Hä? Nee, nee, doch. Die haben hier eine Unterverteilung gebaut, eine kleine. Nee, das ist ja original da, aber die haben. Hä, das ist doch Quatsch. Hä, verstehe ich nicht. Happy. Ist eingespeist, geht weiter. Er ist weg. Willst du was sagen? Ja, schön hier, ne? Ist nett. Sollen wir dem Kabel mal folgen? Mit dem Kabel, ja, das geht da hoch. Sehr interessant, ne? Das ist ein interessantes Kabel. Sehr interessant. Oder geht das oben zum Lichtpult? Vielleicht geht das zur Bauwatch. Das geht runter. Ja, das ist spannend, Leute. Spannend und interessant. Da hinten geht's runter wieder? Boah, das sieht cool aus. Ja. Wie cool das bitte ist. Guck mal. Hier hing mal so eine Treppe und die haben die schon abgerissen. Also du konntest auch hier runter zu diesem Eisbereich gehen. Da liegt die Treppe. Und irgendwo da lang geht das Kabel. Hier, über den. Ja. Geht er noch? Wahrscheinlich. Hä? Nee. Das ist auf jeden Fall das Kabel. Okay. Nee, das geht da oben. Das geht nach vorne, das geht da raus. Nee, geht's nicht. Das geht nach vorne zu dem Tor, oder? Ach, hier. Aufzug. Mach mal. Das geht. Geil, wie lange ist das jetzt, bitte? Andere Richtung. Ja, ich hab ja. Achso, okay, du bist schon durch? Ja. Verrückt.
Okay, was ist hier Geiles? Wo alten Glasflaschen stehen hier. Keine Ahnung, was das ist. Hier steht so eine alte, liegt eine alte Lampe. Keine Ahnung, irgendwelche Stahlpodeste? Bühnenpodeste, oder? Was sagst du, Flo? Kann das hinhauen? Bühnen, ja. Boah, ist aber abgewichst, ey. Boah, ja, du weißt ja nicht, wie lange der Laden hier schon zu ist, ne? Ja, ist auf jeden Fall. Ist noch nicht lange zu. Das ist ein Alupipe hier. Das ist halt ein 48er. Ja. Aha. So ein Durchmesser hat der Kollege in der Hose. Okay. Ja, schön. Geil. Ja, hier kannst du ein bisschen gut vorspielen. Geil. Auch, oder was? Oh, was ist das denn für eine geile Halle? Oh. Jetzt muss ich mal irgendwie so ein bisschen eruieren, wie das funktioniert. Der Boden, hat der eine Kühlung im Boden integriert? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Also da sind Kühlelemente im Boden drin. Du würdest da Wasser drauf kippen und dieses Wasser gefriert und schon ist es eine Eisfläche. Also so stelle ich mir das theoretisch vor. Praktisch, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es auch so ist. Und der Lautsprecher wird wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass es dann auch gekühlt bleibt. Schöner Schlitten ist das. Ach. Toll. Schön. Guck mal, ich kann sogar durch. Was ist das jetzt für ein Bereich hier? Hier kann jetzt die ganzen wegstehen. Ja, aber was ist denn da drin? Hier ist auf jeden Fall Kühlung. Klima, Kupfer ist ja auch noch im Start. Schön. Ja. Hm. Ja, Kühlung oder Lüfter. Die ist da runter irgendwie, unterirdisch? Ja, habe ich gerade auch gesehen irgendwie. Das ist klein. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Ah, das ist die Kühlung. Ich habe die Kühlung angemacht. Was für eine Kühlung? Okay. Warte. Das Ding hier. Warte. Drück mal wieder aus. Nein, never. Okay. Quatsch! Nee, das war man nicht. Das ist irgendwie. Was ist das? Ach, da oben die super fette Kühlung ist das. Wo sind die? In der Lüftung? Da warst du das? Nee. Hier oben ist ein super fettes Lüftungsrohr, Leute. Nee, da lief auf jeden Fall ein Lüfter an in dem Ding. Ich glaube, der Mirko. Hier, guck mal, die Bombe da. Ja. Das ist ein Rohrlüfter. Ich glaube, der Mirko hat schon einen geileren Bereich gefunden. Wir sind jetzt eher noch so in dem Einsteiger. Ja, wir können uns hier nehmen. Ja, aber jetzt habe ich das gar nicht gesehen. Was ist das für eine Box da? Meinst du, was das Strom kostet, so ein Ding hier kalt zu kriegen? Ach du Scheiße. Ja, Schätzchen an. Was ist das? Das ist, glaube ich, selbst gebaut. Stahlwinkel dran geschweißt? Naja, das ist. Alter. Das ist schon geil. Das geht denn hier rein? XLR-Kabel noch. Ist auch dabei. Ne? Und die Nimmleitung, damit ja, das auch sicher geht oder was? Gut, aber ich sag mal, die sind wahrscheinlich wirklich bis zuletzt gelaufen so. Ja, klar. Natürlich. Ach, okay. Weiter geht's. Wie hast du? Hier ist Lüftungsraum. Lüftung ist mal gut. Lüftung oder Klima? An der Tür steht Lüftung. Hier, guck mal, hier der Motor, das ist ja cool. Das ist auch super selten, dass du mit einer Plexi-Scheibe das verkleidet hast. Den Riemen, hier unten hast du den Lüfter und hier oben gibt es den Motor. Verrückt. Nein, geht doch gar nicht. Doch, brummt. Der brummt noch? Ja. Was brummt? Guck mal, da ist an. Ja, dann mach doch mal die... Was ist das hier? Warte mal, mach doch mal hier... Erhitzerpumpe. Oh, da oben. Sammelstörung. Erhitzerpumpe? Nee, warte mal. Zuluftventilator. Curlingbahn, das ist das kleine Ding hier unten. Aber der hat keinen. Keine Ahnung. Muss er angehen, das Ding. Was ist das denn? So, den kriegen wir doch mal an. Ey, das sieht doch geil aus, wenn das Ding läuft hier. Zuluftventilator. Was ist das denn? Ah, da drunter muss erstmal dann die Hand auch auswählen. Da. Automatik, Hand. Hand 1 ist. Ja, ich weiß nicht. Muss doch hier gehen. Der Lampentest. Frostgefahr. Boah, geil! Das sieht gut aus. Das ist wie Weihnachten. Von früher. Na, dann stell alle wieder auf Null und dann waren wir nie da. Weiter geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal den Bereich erwischen, den der Mirko gerade aktiviert hat. Das ist echt spannend. Dafür, dass hier. Ja, dass hier nicht so viel los ist. Aber trotzdem noch alles funktioniert irgendwie. Der Coach-Trainer. Ja, da kannst du die Schutzkleidung noch anziehen. Umkleide. Boah. Schön. Warum sind die so schräg? Damit das auch bequem ist. Nein. Komisch. Sonst Ah, hier kriegst du auf jeden Fall besser eingenuckelt. Ja, im Spiel, weil genau. Ich glaube, die ganzen Hockeyspieler sind nämlich schwul. Was läuft denn hier? Lüfter. Schön. Genau. Schön. Ey, selbst die Duschköpfe sind noch da. Was ist das denn hier, ey? Laufen die auch noch? Jetzt sag mir nicht, dass das noch geht hier. Heißwasser? Kaltwasser. Nee, ich stelle lieber hier hin. Ey, tatsächlich, ich flipp aus. Ich finde den Kopf sehr heiß. Kannst du den mal anmachen, weil mich interessiert wirklich, was da rauskommt. Ja, warte. Interessiert mich hier, stell ich mal da hin, nee, nee, ist dann nee. Besser. Ich hab Angst, dann fühlst du das auch. Oh. Warte. Oh. Das ist der Massagestrahl und jetzt dreh mal um.
ist ein Haus. Da kommt richtig Wumms raus, ey. Da ist mehr drin wie bei mir zu Hause. Anyway, Leute, weiter geht die Reise. Wir sind jetzt also hier unten in dem in der Umkleideausgang. Warum ist jetzt hier Licht an? Ach, das ist Standard. Eine Baulampe liegt hier? Standard. Das ist immer. Oh, ist das verwinkelt? Ich finde das super geil, ne? Weil. Auch, oh. Was ist das? Sind da nicht diese Protektoren, die du um Schienbein da wickelst? Ja, ja, dann geht er ab hier. Guck mal, das Ding hier so, da vorne, das sieht dann aus wie neu. Das ist für Schienbein? Nee, ja. Für Ellenbogen oder nicht? Sind nicht, keine Ahnung. Nee, so. Das geht hier, ne? Ja, das passt. Guck mal, deine Schienbeine, deine Beine sind so dünn, dann kann man die auch da unten passt das auch. Ja. Man kann es auch aus der Silikonkartusche, kannst du auch dann zippeln. Fürs Ohr. Ne? Fürs Ohr. Ich frage mich halt, ob die so eine Fernsehanbindung hatten, Triax oder so. Boah. Bestimmt, oder nicht? Für die Halle hier? Für die Halle? Ey, komm, hier oben hängen zwei Fernseher. Also das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass hier irgendwie was war. Wo ist denn der Lucky und der andere? Also hier hängt der Alarm. Nein, der funktioniert. Ja. Da steht einer. Wo? Hier? Ach ja. Da steht einer. Hier ist ein bisschen Technik, da ist ein bisschen Technik. Unterverteilung? Nix Wildes. Nix. Schütze! Und das Schütz ziehen. Das ist ein gutes Schütz. Das knallt, wenn du das ziehst. Wir haben Lüftung angemacht. Für was ist jetzt? Ich weiß nicht. Lampen an. Lampen an? Mach mal. Leute, hier schon in den Räumen, ne? Zieh mir den Schütz. Hier? Drückt man da drauf? Ich hier eigentlich schon. Jemand drückt das. Nee, hier vorne ist. Ich habe das Bedienpult gefunden für das restliche Licht. Aber geht nur im Eingang leider. Schade. Ist halt ein bisschen blöd, weil da ein Auto direkt vorgeparkt hat gerade. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Aber uns wird ja hier keiner rausziehen. 17 geprüfte Löscher. Der ist ja nagelneu. Nächste Prüfung wäre 19 gewesen. Der hat Druck drauf, sicher, ne? Der hat Druck drauf. Da vorne liegen ganz viele Hockeyklamotten. Ja, die haben wir auch schon gefunden. Ich wollte anziehen, aber ich dachte mir, nee, ist dreckig. Okay, ja. Ja, geil, sehr geil. Ich bin gespannt, ich bin geflasht. Ich finde es echt, ja, ich finde es geil. Aber bei dem Durchsatz der Leuchtstoffröhren oder HQI-Scheiße, kannst du davon ausgehen, dass das auf jeden Fall, dass du richtig Wumms brauchst. Das ist angemacht für uns. Ja, klar. Ich hab's. Ach, nein. Da ist er nicht von dir. Hier ist Eingangsbereich. Boah. Fett, ey. Hier links geht's zur Technik, ne? Da hat gegenüber einer geparkt, da wo wir geparkt haben. Ja. Aber jetzt steht er halt direkt vom Haupteingang. So, mal gucken, das wird spannend. Das geht so. Guckst du ruhig. Kannst du ja links durch rausgucken. Der Telenot. So, geradeaus, wir folgen dir. Ja, dann gehen wir mal vor. Ja, dann gehen wir mal vor. Jetzt zeig mal. Ich guck mal, wie es über in dem ehemaligen Gebäude. Ich guck mal, wie ich hier rausfinde. Ich hab gedacht, das ist schlechter hier. Das ist okay. Es geht noch, aber es ist trotzdem scheiße. Ja, es ist halt. Aber es ist, glaube ich, nur ein cooles Bild von außen mit der Eishalle. Ja. Ich frage mich halt, warum das hier alles offen steht und wie, keine Ahnung, über Licht geht. Und das ist super. Was ist das? Was das ist für die Lüftung. Ich möchte hier nicht Fingerabdrücke hinterlassen, aber ach, das hast du schon, ist, hast die du gehen auch. Klar. Hören wir gleich, hören wir hinten. Ach, das war das von gerade eben. Ist das Display jetzt ein Deko-Display? Ach, der bootet oder was? Der bootet. Warte, lass ihn mal booten. Der bootet schon die ganze Zeit. Der ist nicht im Boot, sondern das ist so ein. Tastatur. Disk Boot Fälscher. Guck mal hier. Boah, eine Bunkertür. Haben die einen Bunker hier oder was? Nee, das ist die Geldanlage. Ah, krass. Schön. Ach, quasi nee. Das, was du in deinem Gefrierstand hinten hinter in klein hast, in riesig groß drin. Boah. Ganze Retro-Zeug hier hast du und die ganzen Melder. Hast du noch Glühbirnen und 60 Watt? Flo, da ist er. Da ist er. Oh, weißt du, die Bar 56. Nee, ja. Weißt du, wie die knallt? Wo sind die ganzen Kannen hin? Nein, nicht. Die was? Die silbernen Kannen, die Scheinwerfer. Achso, ja, die waren gerade. So ein Fun-Fact, Leute. Das war einer meiner ersten Discolampen. Bar 56 tatsächlich. Nicht mit Raylight-Reflektor, sondern Flut. Richtig. Geil, oder? Flut oder Spot? Weiß man nicht. Ich glaube Flut. Hast du Bock auf Porsche Chemikalien? Ja, geil. Was habe ich? Chemikalien? Nee. Geil. Heute nicht. Gut zugemacht hier, ne? Einfach ein bisschen Holz vorgeschraubt. Der Draht ist auch sehr wichtig. Zutritt verboten. Ich möchte mal was ausprobieren. Klar geht das. Alter, ist das groß. Wir haben das schon mal ausgebaut hier, ne? Boah. Das da rechts haben sie ausgebaut. Keine Ahnung, was das war. Weiß ich noch nicht. Mach mal das Licht hier an. Haben wir nicht einen verloren? Ja, der kommt. Achso. Boah, Alter, das Wumms. Erst hier raus, warte mal. Da ist super viel Wumms hinter, ne? Was soll passieren? Die Tür hier ist nicht für lange Reihe. Ja. Der ist an, der ist schon an. Nee. Brauch ich nicht. Das ist so asozial. Ja gut, die stehen. Warte mal.
stell immer erstmal alles auf Null hier, bevor hier irgendwas gleich passiert. Null, 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 Null. Ey, guck mal, hier ist schon die Hälfte auseinandergeschraubt. Ja, aber hier passiert doch nichts. Was soll jetzt hier passieren? Ich zieh den Hebel. Nee. Meinst du, explodiert direkt? Alter, ey! Da läuft was! Guck dir den mal den Hauptschalter an. Ja, hier sag ich doch. Da ist ein bisschen Strom drauf, ne? Geht so. Wer zieht den Hebel? Du. Nee, der fliegt mit dem Kasten hier durch den Raum. Ja, guck mal hier. Das ist das, was du hinter deinem Kühlschrank hast. Okay, Leute, also wenn hier ein Kurzschluss drin wäre, wäre das äußerst ungünstig, weil dann fliegst du einfach mit dem Schaltschrank durch den kompletten Raum. Also lassen wir es einfach. Aber spektakulär. Schautet euch an. Eine Kälteanlage. Guck mal hier, Kompressor 1, Kompressor 2, Kompressor 3. Was ist denn NH3? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer es weiß. NH3, NH-Sicherung verlassen. Warte, ich überlege noch mal kurz. Ich kann dir sagen, was das ist. Warte. Ich überlege. Ach, NH3. Ah, guck mal, da sind die Kühlkreisläufe aufgezählt. Ammoniak. Ammoniakanlage, ja gut, okay. Ja. Dichtheitszertifikat zuletzt von Johnson Control bis 11.2009. Achtung, so, VWT mit Sumpfpumpe P4, erst über Flüchtigkeiten, Öl und Rückstände im Pumpen so viel. Meinst du, das ist voll mit Kupfer? Die sind voll? Ja. Mit Kupfer. Ja, das Dingens, ne? Kondensatoren. Kupfer, nee, Kupferplatten sind da drin. Nee, Rohre. Rohre, sicher? Oh, haben wir schon mal gesehen bei dem Lost Place, wo ich mit dem Flo war, ne? Erinnerst du dich noch dran? Hab ich auch ein Video tatsächlich. Leer geräumt. Was ist das? Der Superscanner. Alter! Mit den rotierenden Ziegeln. Schmeiß den mal bitte an. Hast du ein Kabel? Warte, ich will den nicht festhalten. Okay. Bist du bereit? Kenn ich gar nicht. Also, boah, mach rein. Ist drin, der ist durchgebrochen. Die Sicherung ist gerade geflogen. Ja, dann nehmen wir eine andere Steckdose. Kurz. Verrückt. Ja, der hat Sound and Light. Und damit haben die ganze Halle befeuert? Nein, da gibt's noch ein paar andere geile Sachen. Mach mal Licht aus. Das ist scheiße, ey. Super, hässlich. Was war's? Den probieren wir mal aus hier. Verrückt. Aber interessant, private Unterlagen mit Abrechnungen. Warum liegen die hier unten? Was haben wir denn so schön? Oh! Ist nicht erschienen beim Amtsgericht. Warum? Der geht mir ja aus. So, kann man den irgendwie ausstellen? Ah, der wird gleich ausgehen. Oder der explodiert halt einfach und die Bude brennt ab. Keine Ahnung. Ist jetzt sehr ärgerlich. Wir sind zu viele Leute, die haben alle irgendwie Euphorie, hier alles anzupacken und alles, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich habe einen guten Zettel gefunden. Was ist es? Informationen zum Sachverhalt der Eishalle, Wettbewerb um den Erwerb der Eishalle. 450.000 jährlich. Jetzt ist er vorbei, endlich. Also hier gibt es den Zettel, dass es einen Wettbewerb um den Erwerb der Eishalle gab. Okay, weiter geht die Reise. Wo geht's jetzt hin? Ich möchte jetzt hier noch mal ein bisschen Disco-Effekte sehen. Ich möchte Disco-Sachen sehen, hallo. Ach, die Disco-Sachen. Wo sind die Disco-Sachen? Die müssen irgendwie diese komischen Lampen, ne? Ja, genau. Ja, dann müssen wir noch mal da runter. Guck mal, der kennt sich aus hier. Komischen Lampen. Ah, hier waren wir auch schon. Hier kannst du mal, zieh mal alles an fürs Video. Ja, da waren wir schon. Hau ab! Das ist für Schienbein, ne? Trink doch erstmal einen hier. Nee, nochmal davor, ich muss dir mal vorschieben, mein Daddy gucken, ob das geht. Nee, mach ich. Mann, der kleine Junge, der hat so dünne Beine, der zerbricht sofort. Mal ein bisschen rein. Meinst du, geht das? Wollen wir nicht erstmal. Wir ziehen dann richtig. Ziehen wir richtig. Siehst du aber bitte deine Hose auch nochmal aus? Das ist gut. Echt? Das ist cool. Nein, doch, das geht. Ja, du hast ja auch keine Kraft. Irgendwie so, ich würde sagen, damit ist gleich das Titelbild, ne, gemacht. Ja. Ja. Du musst das oben auch nochmal zumachen, glaube ich. Ne? Das Problem mit der Realistik ist, dass der realistische Klettverschluss nicht mehr will, wie er soll. Oh, der will. Hä? Da könnte jetzt theoretisch gleich auch die Hundestaffel kommen und uns hier rausholen, weil das passiert ja jetzt. Nee, der geht nicht. Der geht nicht. Komm, wir stecken den einfach hier rein. Reinstecken ist das Stichwort. Liebe Freunde. So, auf jeden Fall. Zieh doch mal vorne richtig runter. Starklaffer heute, ne? Also ich hab Bock, wir werden das Ding gewinnen hier, Leute. Das geht jetzt aufs Eis. Ich mach euch alle platt hier. Wir werden einfach gewinnen, ne? Es ist toll, wir gewinnen das Ding heute. Ja. Ach du Scheiße. Warte. Der originale Nuttenlichtschlauch in Rot. Echt? Ja klar, den haben die doch immer da. Die von früher? Die waren teuer. Heute Heute will das keiner mehr haben. Okay. Du musst erstmal die Kuh vom Eis holen, ne? Wir holen jetzt erstmal die Kuh vom Eis. Wo ist jetzt die Technik? Das wird spannend. Aber ey, ohne Scheiß, aber selbst als die aktiv waren, ne, die war schon, was ist denn für ein Baujahr? 50er oder was? Ist ja schon riesig. Ein bisschen, ne? 2019 sind die, glaube ich, aus. Nein. 18? Ja. 18. Schon richtig alter Scheiß. Soll weniger fluchen, ich weiß. Moment.
Das ist aber in den 90er stehen geblieben. Boah, geil, ey. Super, die Kannen. 64er Kannen sind das. Flip aus, ey. Flo, wie viel habt ihr in der Veranstaltungsfirma davon monatlich zum Shop gefahren? Viel. Sehr viel? Ja. Schade. Ne? Ich habe schon mal einen ganzen 3,5 Tonner davon weggebracht. Nein. Glaubst du, die nicht umrüsten? Na gut, von der Länge macht es keinen Sinn. Nein, die sind halt geil. Halt die Lampe fest. Nee, da muss die andere stecken, und dann leuchtet die heller. Wenn du das Auto nimmst. Wieder näher. Super, Arsch. Die sind alle kaputt hier. Da ist noch eine mit Rot. Hier ist ein Tausender. Hier ist der Tausender. Dann gib mir mal den Filterrahmen, dann tauschen wir die mal direkt aus hier. Dann kannst du den hier unten nehmen. Ah, komm hier. Dann tauschen wir den Filterrahmen. Hier ist auf jeden Fall ein Raylight. Den ganzen Kasten nach rechts. Raylight-Reflektor, 1000 Watt. Ah. Boah, ist das eine Retro-Zeit, ey. Wie geil ist das bitte? Rot rein. Schieb die Folie mal richtig rein. Aufklappen. Aufklappen? Ja. Gibt's hier die Chromkabel dabei, volles Programm. Jetzt schmeißt das Ding, da gibt's einen Knall, dann ist die Lampe aus. Oh, leg dir mal hin. Das ist ein bisschen sicher. In den Chromkabel. Mann, ey, oder ist die Steckdose, hat die keinen Strom? Das könnte natürlich auch eine Variante sein. Schalte mein Schalter, aber. Das ist für hier nicht. Boah, was ist das denn? Die 56er Kanne hier. Komm mal, ey, einmal auf da. Nö. Vielleicht liegen die genau deswegen, okay. Meinst du, haben sich gedacht, die Leuchten sind teurer wie die Gehäuse? Ja. Ist halt wirklich so. Keine Chance? Nee. Geht echt nicht. Was ist denn hier noch? Schade. Hier sind irgendwelche komischen Teppiche drin. Bisschen Alkohol, oder? Boah, Ferno. Ferno Branker. Ach du Scheiß, Baileys, ey. Das sind ein paar Bilder aus. Darf ich die mal kurz eben geben? Der zündet. Boah, der ist aber. Ja, der geht was. Oh, der riecht nach einem Likör, cremig, ne? Oh, jetzt sollen wir beide machen? Nee. Dann gehen wir mal um die Ecke und gucken mal, was jetzt da passiert. Wir gucken dann mal, was passiert. Ja. Dann kann ich mal nach deinem Whisky gucken. Ja, kann ich mal in den Raum gehen da. Ja. Mhm. Kommt er langsam? Warte. Boah, das ist aber ekelhaft. Nimm dir lieber mal den hier. Was ist das? Nee, Fernet ist wie Ramazzotti so in der Art. Das ist nicht so geil. Boah, ne, der riecht jetzt schon scheiße. Ja. Ich krieg jetzt schon, dauern sich die Zehennägel hoch, Leute. Nimm mal Baileys. Baileys ist immer gut. Ey, das ist der Geschmack, der die Sinne berührt. Nee, leider ist da schon alles offen. Was ist denn mit dem Drambuie? Die sind einfach verpackt da, ne? Ey, der ist noch zu. Den musst du jetzt wegmachen. Boah, da klebt jetzt schon alles. Nee, komm, lass uns weg hier. Das reicht mir. Boah. Also wenn ich die Flasche leer hab, ne, würde ich sagen, haben wir ein bisschen Panzerband und dann gehen wir beide in einen Raum. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Dann geht das ab, ne? Dann machen wir mal so, ne? Noch lacht er, aber witzig ist, ne? Ich komme nicht mehr raus, ne? Ja. Also es ist wie oft im Leben, es kommt tatsächlich auf die Menge an. Das ist ein grüner Schalter. Zeig mal deine Hände. Warte. Das ist geil, ja? Ich hab hast du Bock? Gehen wir im Raum oder was? Hose schon unten? Hose ist schon unten. Hier. Zum Wegwischen. Bis zu spät. Stell dir vor, du liegst jetzt in irgendeinem Kofferraum. Wurdest vor der Schule mit Süßigkeiten. Das glaube ich sogar. Zieh mal ein bisschen auseinander. Jetzt kommt er. Ah, guck mal, jetzt geht's auseinander. Jetzt bist du auf dich selbst gestellt. Ich hab's geschafft, ohne kaputt. Okay, Leute, was ist jetzt? Was haben wir? Das war's oder? Naja, jetzt ist der Tag rum. Das hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Ja, ne? Aber haben wir noch irgendwas Spannendes hier in der Ecke? Wo warst du dann? Ja. Vorne waren wir doch noch. Da waren wir noch nicht. Vorne, der Eingang, können wir noch Licht anmachen. Macht sehr viel Sinn bei Dunkelheit. Find ich sonst noch irgendwas? Dann geht's zum Weihnachtsmarkt. Bratwurst essen. Hier war ich gerade schon, tatsächlich. Hallenbad. Wo sind wir hier? Weiß ich nicht, aber hier ist der Automat. Der unterschiedliche Automat. Ist immer wichtig, dass da ein halber Hammer drin liegt. Oh, hier liegen noch ein paar Schuhe. Ist das ein Shisha? Ja, nee, ist noch. Ja, das ist ein Shisha. Okay. Die Wickelbank. Oh, was ist denn abgewichst? Okay. Ist alles raus, ne? Alles raus. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Wie? Schülerausweis. Nein. Von der Olga. Nein, die Clubkarte hier, ne? Einfach. Nochmal ein Schülerausweis. Quatsch. Katrin. Hä? Die Katrin. Da sind wir wieder beim Thema. Wo kommt die her? Wie alt sind die?
ist nicht abgelaufen. Der ist noch nicht abgelaufen. Der 27. gültig. Den nehmen wir mit und geben dann an der Polizei. Ja, das kannst du machen. Alles klar eingesteckt. Ist mit der Löschdecke passiert? Interessant, interessant. Sehr geil. Jetzt hier, Kühlhäuser. So, jetzt ist er weg. Jetzt. Ja, aber innen das gleiche Ding. Also das Scheiße. Oh, cool. Das klebt schon so geil hier. Sieht auch noch relativ sauber aus alles. Gerätestart. Synchro. Abluftfilter. Dazu? Sammelstörung quittieren. Telefon drauf. Geht nicht, ist tot. Hauptschalter ist auch aus. Jetzt geht er, warte. Jetzt geht's los. Jetzt läuft's. Leute, ich glaube, das war's. Kühlung nochmal. Kühlung, Abluftanlagen. Schade, alles weg. Alles ist aus. Ich glaube, das war's. Tatsächlich, denke ich auch. Also hier bleibt nicht mehr viel übrig. Wir haben jetzt eine große Halle gesehen, die leider Gottes inzwischen schon entkernt ist. Wir haben ein bisschen Technik im Bereich gesehen, diese Ammoniak-Anlage. Und ansonsten passiert hier nichts mehr. Genau. Ein paar Räume sind hier beleuchtet. Verstehe ich nicht ganz, warum das so ist. Ja, manche Dinger sind hier komplett tot. Sehr, sehr special. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare rein. Lasst ein Like da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heiß hält, sind auch im Dunkeln. Wir machen jetzt nochmal eben schnell das Licht hier aus. Und das war's dann auch. Das war's.